So, es geht mitten im Kampf weiter bei Warhammer 40.000 Space Marine. Mal schauen, ob ich es überlebe. Also noch denke ich, dass ich es mal wieder nicht überleben werde. Weil dieser Wichser echt scheiße ist. Und wegen diesen Viechern. Wow. Wie viel denn noch, bitte? Mit ein bisschen mehr Energie wäre ich echt glücklich. So. Oh, um die kümmere ich mich gar nicht, um diese kleinen Viecher. Nein, nicht schon wieder. Okay, ich muss eigentlich nur den ersten treffen. Hilfe! Ja, nee, ist klar, Mann. Habe ich jetzt voll Bock drauf, ey. Ich habe sowas von Bock auf diesen Kampf. Nicht. Oh, und wenn dann noch die Steuerung... Nein, 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 nein. Muss ich vielleicht die da oben treffen? Ach, ich glaube, ich weiß es nicht. Ja, es bringt alles nichts, ne? Bin mir nicht sicher, was ich machen soll. Ich versuche mal so. Aber es bringt ja auch nichts, wie ich sehe. Ich kann ihn so oft beschießen, wie ich will. Hey. Ach so, muss ich vielleicht da hochfahren? Nee. Hilfe. Was muss ich hier machen? Muss ich hier weitergehen? Nee. Es ist immer wieder gleicher Ablauf, ne? Bis ich dann irgendwann sterbe. Jetzt werde ich mir aber ein bisschen Energie holen. Hoffentlich geht das in der Zeit. Ja, es geht. Sehr gut. Wow. Na, kommen jetzt wieder die kleinen Hunde. Ja. Doggy. Noch mehr. So, friss das. Ist Viecher, Alter. Da ist er wieder. Okay. Nein, ich habe keine Muni mehr. Wow. Na? Hast du bald mal genug, du Spacken? Ja! Na? Hab ich's? Ich bin auch nicht mit dir fertig, Space Marine! Aber ich mit dir. Geil. Ich hab's geschafft. Alter. Warum nicht gleich so, ne? Ich bin ganz schön krass gerade so aufgewühlt ein bisschen. Wo muss ich lang? Aha, hier sind die Fahrstühle jetzt an. Ein Fahrstuhl. Ja, das war er mal. Ich habe ihn besiegt. Geil, geil. Ja, so geht das. Auch wenn ich mich ein bisschen angestellt habe. Endlich, gute Nachricht. Diese Strecke bringt uns direkt zum Titanmanufaktorum. Je schneller, desto besser. Diese Orks haben uns ausgebremst. Und Nemeroth konnte die Invasion vorbereiten. Wir müssen zum Titanen das Warportal zerstören. Genau. Oh, heftig, ey. Ich glaube sowieso nicht, dass es funktioniert mit dem Titanen und der und so weiter. Oh. Captain Titus, die Orks laufen davon. Was ist passiert? Der Captain hat ihren Warboss ein für alle Mal erledigt. Jetzt haben wir
Verteidigungen stärken. Das Dämonenheer wird nicht so leicht zu verschrecken sein. Viel Glück, Titus. Unsere Hoffnung ruht auf ihn. Ja. Ah. Jetzt geht's also nur noch gegen Dämonen in den Kampf. Okay. Ich wünschte, ich hätte meinen Hammer. Aber mal gucken. Ich schaue mich mal ein bisschen hier um. Vielleicht liegt ja hier mal was rum, was man gebrauchen kann. Servoschädel oder sowas. Kann man zwar nicht gebrauchen, aber... ja. Mein Sammlertrieb ist geweckt. Sag ich einfach mal so. Ja. Der Wargboss, der Wargboss sozusagen, den ich gerade kaputt gemacht habe, war schon eine Hallenuss. Ich habe schon einfachere Sachen erlebt, aber es war ja ganz normales 0815-Schema. Erst so ein bisschen attackieren, zweimal flachlegen, dann geht er hoch, macht seine Kacke und dann nochmal plätten und dann war es das. Ja, geht. Wenn man den Melter hat, dann geht das. Sonst wäre es, glaube ich, ein bisschen härter. Ja. Ohne den ist es, glaube ich, fast nicht zu schaffen. Ohne das gute Stück. Hier. So. Alpha Marines, hier spricht Prinzeps Enoch im Titan Invictus. Hier ist Captain Titus. Status des Titan? Meine Mannschaft und ich sind drin, aber immobilisiert. Sie müssen den Generator des Ankerplatzes aktivieren, um die Verankerung zu lösen. Verstanden. Okay. Ich hab alles, ne? Soll ich den Hammer nehmen oder nicht? Nee, komm schon. Ich hab meinen Melter. Muss erstmal reichen. Ich lasse das erstmal so. So. Ich find's ganz lustig, dass die Waffen hier einfach so rumliegen. Da ist kein Servoschädel? Nee, ist er nicht. Gut. So. Was haben wir denn hier? Na, ist hier irgendwas? Ja. Chaos-Truppen. Klasse. Chaos-Truppen. Oh nein. Scheiße, scheiße, scheiße. Wie bitte? Ich sterbe hier. Wie bitte? Nein! Ich fürchte, da muss ich irgendwie anders rangehen. Was ist das denn für ein Scheiß, bitte? Wieso bin ich schon wieder tot? Scheiße, ey. Ich glaube, ich hole mir den Hammer. Oder? Ich weiß es nicht. Ich muss mal gucken. Vielleicht greife ich auch einfach mit dem Melter an. Aber das ist ja noch keine schwere Stelle gewesen. Heftig. Es ist... meine Fresse, es ist nervig. Oh nee. Was ist passiert? Jetzt schnell laufen hier, dass ich wieder das Wecken des Giganten. Okay. Das Dämonenheer wird nicht so leicht zu verschrecken sein. Da waren mir die Dämonen echt lieber als die Chaos Space Marines, ey. Die sind eine harte Nuss. Hier ist Captain Titus. Status des Titan? Meine Mannschaft und ich sind drin, aber immobilisiert. Sie müssen den Generator des Ankerplatzes aktivieren, um die Verankerung zu lösen. Verstanden. Okay, jetzt habe ich es auch verstanden, was wir machen müssen. Jetzt geht's in den Kampf. Ich hoffe nicht, dass ich sofort wieder sterben werde. Ich erstmal einen Überblick verschaffen. Was gibt's da unten? Ich guck erstmal, was es hier so gibt. Anscheinend nicht viel. Was ist hier so? Da hinten ist doch ein Chaos Space Marine. Diese Penner, ey. Dann werde ich mich mal langsam anpirschen. Oh, heftig. Wie viel die abziehen, ey. Was?
Jetzt komm. Komm vor. Na? Was, Mann? Ich muss hier rein. Mein Schutzschild ist leer. Ätzend, ey. Ich mag die Chaos-Truppen nicht. Die sind mir ein bisschen zu kacke. Die sind voll fies. Die sind echt ätzend. Leute, Leute. Komm schon, Mann. Hör ich mir gleich an, den Servoschädel. Wow. Mann, da muss man ja... Wow! Muss man ja mal taktisch vorgehen, ne? Aber jetzt bin ich fast schon wieder gestorben. Die Viecher kriegt man gar nicht mehr im Nahkampf richtig hier, ne? So, komm, stirb doch. Stirb doch, Mann. Ah, endlich. Jetzt kann ich auch die ganzen Munitionspackages verstehen, die hier verteilt sind. Bei so einem Verbrauch. Das ist schon heftig. Ja. Komm schon. Nein, nicht Feuer erwidern. Oh, heftig. So, und jetzt höre ich mir ganz in Ruhe den Servoschädel an, ja. Mit meinen Psi-Kräften hatte ich Energie aus dem Warp geholt. Ich fand einen Planeten, auf dem ich ungestört arbeiten konnte. Eine ferne Fabrikwelt. Der Adeptus Mechanicus gab mir freie Hand, als ich sagte, ich würde eine Waffe entwickeln mit einer neuen, unorthodoxen Energiequelle. Sie wissen, dass die Xenos die Menschheit bald verdrängen werden. Und wenn meine Waffe das verhindern sollte... Stellen Sie keine Fragen. Verzweiflung geht über Bürokratie. Okay. Das ist interessant. So, schauen wir mal. Da hinten ist schon wieder Munition. Sieht alles sehr stark wieder nach Kämpfen aus. Oder? Ja, es geht, ne? Munition. Ja gut. Immer wieder gut. Laserkanone. Stalker Bolter. Ich glaube, ich nehme mal die Axt. Das ist natürlich jetzt eine schwere Entscheidung, ne? Laserkanone. So. Laserkanone bereit im Anschlag. Und bevor ich durch diese Tür gehe, sage ich, ich mache sie auf. Und schau mich erstmal um. Schade, dass ich hier nicht irgendwie taktische Möglichkeiten zum Ducken oder so habe. Was zur Hölle ist das denn bitte? Überall ist Chaos hier. Okay. Das ist doch eine super Stelle, um zu sagen. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und er speichert wieder. Ja, und dann werden wir sehen, was sich hinter dieser Tür befindet. Also dann, bis dann. Tschüss. Again, I don't wanna